Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge von Vivi News. Ja, ich bin über dieses Thema vor einigen Tagen gestolpert, genauer gesagt vor 3-4 Tagen. Ihr seht es ja, vom 9.2. ist dieser Artikel hier aus der Welt. Und das Thema ist eigentlich ein mega brisantes Thema für jeden einzelnen Bürger, der ein eigenes Konto bereits bei irgendeiner deutschen Bank besitzt. Denn es geht hier einfach schlichtweg darum, Bargeldauszahlungen an die Kunden der Banken, also an uns alle, letztlich erstmal zu begrenzen in der Höhe. Und wenn ich den Gedanken selber ein bisschen fortführen darf, irgendwann auch mal komplett zu verbieten. Ja? Es geht also, wenn man so will, darum, dass schrittweise erstmal der Umlauf des Bargelds verringert wird. Und irgendwann einmal, ich denke, das ist das Endziel dieser ganzen, katastrophalen Geschichte, wenn man so möchte, Bargeld komplett vom Markt zu nehmen, Bargeld komplett zu verbieten. Warum ist das so wichtig? Nun, man muss sich Folgendes vorstellen. Wo wir damals klein gewesen sind, ja, also wo wir Kinder gewesen sind, da haben unsere Eltern uns natürlich beigebracht, was Geld ist. Sie haben uns Scheine gezeigt, sie haben uns Münzen gezeigt. Sie haben uns also Bargeld gezeigt. Warum haben sie uns Bargeld gezeigt, um uns zu erklären, was Geld ist? Nun, weil Bargeld das anschaulichste Geld aller Formen von Geld ist. Ja? Bargeld ist etwas, was ich in der Hand halten kann. Ich kann schauen, wie viel da draufsteht. Ich kann mir ein Bild davon machen, was ich damit kaufen kann. Ja? Bargeld ist gleichzeitig auch immer ein Geld, was ich immer zur Hand habe, wenn ich in Notsituationen bin. Hilft mir gegebenenfalls nicht die Kredit- oder die EC-Karte, aber Bargeld hilft mir. Ja? EC-Kartenzahlungen, Kreditkartenzahlungen sind teilweise auch noch nicht in Deutschland so populär. Ja? Klar, es gibt bestimmte Dinge, die werden über EC und Kreditkarten auch hierzulande schon in relativ großer Zahl gemacht, aber im Wesentlichen sind wir hier in Deutschland immer noch in einem Land, wo Cash King ist, also wo Bargeld halt wirklich der König ist. Und die grundsätzliche Zahlungskultur, die in diesem Land ist, ist auf Bargeld aufgebaut, weil Bargeld, wie gesagt, dieses Geld ist, was ich immer zur Hand habe, was jeder kennt, wo sich jeder was drunter vorstellen kann und was jeder auch gebrauchen kann. Also dieses Bargeld ist eine sehr, sehr wichtige Form des Geldes, weil darauf basiert letztlich unsere gesamte Volkswirtschaft. Jetzt sagt die Regierung, denn wir wissen ja alle, dass in der Welt momentan ziemlich viele Konflikte vorherrschend sind, viel Terrorismus, viele Kriege vorherrschend sind, viele Seuchen, viel Kriminalität und so weiter und so fort. Man braucht ja nur einmal in die Nachrichten zu schauen und dann sehen wir ja, was alles an negativen Ereignissen hier auf diesem Planeten momentan passiert. Und jetzt hat hier die Regierung als Einwand gesagt, okay, um jetzt der Kriminalität Herr zu werden, um also quasi Terrorismus besser bekämpfen zu können, Drogengeschäfte besser bekämpfen zu können, die Geldwäsche besser bekämpfen zu können, ja, brauchen wir eine Begrenzung der Barauszahlungen von Banken an Unternehmen oder aber auch an normale Privatkunden, damit weniger Bargeld im Umlauf ist und damit dem Terrorismus und damit dann auch anderen kriminellen Aktivitäten stark, sag ich mal, wenn man so möchte, der Treibstoff genommen wird. Ja? Natürlich sind das erst einmal berechtigte Einwände, aber ich persönlich sehe das mehr als eine Art Vorwand an, denn der Regierung geht es meiner Meinung nach persönlich hier jetzt nicht darum, Terrorismus, Drogengeschäfte und die Geldwäsche konkret, sag ich mal, zu bekämpfen, was ohnehin ja schwer genug ist. Sondern hier geht es vielmehr darum, zu kontrollieren, was tun die Bürger, ja, wofür geben sie ihr Geld aus, wo bestehen bestimmte Abhängigkeiten und so weiter und so fort. Ihr könnt euch selber ausdenken, was hier jetzt letztlich der Staat alles an Informationen dann letztlich herausbekommen könnte, wenn nur noch Zahlungen über die Sichteinlagen, also sprich über das Geld, was wir auf unserem Girokonto gelagert haben, dann möglich sind. Ja, also es ist für mich eine Ausrede von Terrorismusbekämpfung etc. zu sprechen, wenn das eigentliche Ziel viel perfider ist, nämlich die grundsätzliche Überwachung und auch gleichzeitig die Enteignung der kleineren Bürger.
Ja, warum ist das gerade auch für kleinere Bürger so schlimm? Ich meine, es ist für alle Bürger schlimm, egal ob ich reich bin oder ob ich arm bin. Aber für kleinere Bürger ist es besonders schlimm, denn kleinere Bürger haben oft keine anderen Vermögenswerte oder Vermögensgegenstände. Ja, man muss sich Folgendes vorstellen. Viele Menschen, die täglich arbeiten gehen, zumindest 6 Tage die Woche, 8 Stunden oder auch 10 Stunden, ja, die kommen nach Hause und sind fertig. Das Einzige, was die dann machen, ist, sie trinken, sie schlafen, ja, sie essen, gucken ein wenig fern, machen vielleicht nochmal 1-2 Mal die Woche Sport, ja, und das war's dann. Und vielleicht gehen sie dann nochmal am Wochenende irgendwo in eine Kneipe oder in irgendeinen Club, je nachdem. Ja. Aber im Wesentlichen ist es so, dass der Großteil der Bevölkerung in etwa, natürlich mit privaten und speziellen Abweichungen, aber in etwa so dieses Leben führt. Die meisten führen auch oder besser gesagt, haben auch einen Job, der jetzt nicht so viel abwirft, dass in relativ kurzer Zeit größere Vermögenswerte angeschafft werden könnten. Also beispielsweise irgendein Grundstück oder gar ein Grundstück mit einem Haus, einem Gebäude drauf etc. Ja? Das heißt, die Ersparnisse, die die meisten Menschen haben, ja, sind Bargeldersparnisse. Ja, und diese Bargeldersparnisse, die horten wir natürlich nicht bei uns zu Hause, weil wir nicht haben wollen, dass irgendeiner vielleicht mal einbricht und uns das ganze Geld wegnimmt, sondern wir horten unser Geld bei uns auf dem Girokonto bei unserer Hausbank, weil wir es dort für sicher erachten. Ja, wir geben quasi der Bank unser Geld zur Verfügung, die dürfen damit machen, was sie wollen. Das interessiert uns auch erstmal gar nicht, sollte uns auch gar nicht interessieren. Für uns ist nur wichtig, ja, für uns ist nur wichtig, dass wir immer Zugriff auf dieses Geld haben. Ja, das muss gewährleistet sein. Und zwar nicht nur einen Zugriff in elektronischer Form, sondern auch einen Zugriff in Form von Bargeld. Wenn jetzt dieses Vorhaben, wie von der Regierung beschrieben, tatsächlich in Gesetze umgewandelt wird, nämlich, dass gesagt wird, okay, egal wie viel du auf dem Konto hast, du darfst maximal 5.000 Euro davon an Bargeld abheben, dann ist das de facto erstmal so, dass du hier enteignet worden bist, ja, weil es ist dein verdientes Geld, ja, und dein verdientes Geld, auf das du dann nicht mehr Zugriff hast. Wenn du 10.000 Euro auf deinem Girokonto hast, weil du deine Ersparnisse draufgepackt hast, ja, dann kannst du nur 5.000 Euro davon direkt abheben, ja, und die anderen 5.000, die bleiben in elektronischer Form als Sichtguthaben bei dir auf dem Girokonto. Ja, das ist aber eine Enteignung, weil es dein Geld ist und dir nicht erlaubt wird, damit zu machen, was du möchtest. Man sieht also hier jetzt, um das Ganze vielleicht mal wirklich nochmal auf den Punkt zu bringen, kleine Leute, die nur Bargeldersparnisse haben, ja, werden hier zu einem großen Teil um ihre Ersparnisse gebracht, weil gesagt wird, pass auf, bringst du das bei uns auf die Bank, dann hast du nur auf 5.000 Euro davon Zugriff. Ja? Auf den Rest nicht, höchstens in elektronischer Form. Aber man darf ja auch Folgendes nicht vergessen. Alles, was in elektronischer Form da ist, kann auch schnell natürlich wieder abgehoben werden. Ja? Alles, was in elektronischer Form ist, kann durch bestehende Rechnungen verkleinert werden, kann durch bestimmte Forderungen, die dir gegenüber bestehen, einfach abgezogen werden und du kannst dagegen dann nichts mehr machen, weil du ja nur auf die 5.000 Euro Zugriff hast. Und viele Wissenschaftler, ja, aber auch Industrielle sind natürlich total dagegen. Und es geht jetzt nicht darum, irgendwie das Finanzamt zu betrügen. Darum geht es nicht. Es geht darum, das ist dein Geld, das ist deine Reserve, vielleicht für irgendeinen Notfall, der irgendwann einmal in deinem Leben eintritt. Und auf einmal brauchst du das Bargeld. Was ist beispielsweise, wenn du das Land verlassen musst? Ja, wie willst du bitteschön in ein Land einreisen, wo du als allererstes vielleicht eine gewisse Gebühr fürs Visum zu zahlen hast, wo du dann gewisse Gebühren zu zahlen hast, wenn du mit einem Taxi irgendwo hin möchtest oder wenn du beispielsweise irgendwo ein Hotel anmieten möchtest, ein Hotelzimmer anmieten möchtest, ja, und du hast noch kein in diesem Land vorherrschendes inländisches Konto, wie willst du das alles bezahlen? Ja, klar, du kannst vieles mit Kreditkarten bezahlen. Die Frage ist nur, werden immer die Kreditkarten angenommen? Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, gerade wenn du doch, sag ich mal, raus willst, dann willst du doch dein komplettes Geld, ja,
ich muss ich mal kurz den Screen hier wieder hinmachen, dann willst du doch dein komplettes Geld mitnehmen. Du willst doch da nicht irgendwie in einem Land dein Geld lassen, aus dem du gerade geflohen bist. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Erst einmal ist es nur, dass die Auszahlung begrenzt wird. Wenn du später aber überhaupt keine, wenn du später überhaupt nicht mehr die Möglichkeit hast, an Bargeld heranzukommen, dann bist du zu 100% abhängig von deiner Bank. Ja? Und das ist das, was mich persönlich natürlich sehr, sehr stark stört, aber was auch jeden anderen stören sollte. Ja? Ich meine, wir haben ja jetzt gerade die Situation vorliegen, hier kommen Flüchtlinge hin und die haben teilweise nichts anderes als Bargeld. Ja? Und die kommen aus Kriegsgebieten und aus Gebieten, in denen man im Moment überhaupt nicht leben kann als ganz normaler Mensch. Ja? Wenn man denen jetzt sagen würde, passt auf, bringt euer ganzes Geld auf die Bank, ja, weil ihr könnt dann schneller und einfacher mit Kredit- und EC-Karten zahlen. Aber diese Leute hätten keinen Zugriff mehr auf ihr Geld. Was glaubt ihr, was dann los wäre? Ja? Denn diese Leute haben all ihre Ersparnisse mitgenommen, damit diese Ersparnisse denen dabei helfen, am Leben zu bleiben. Ja? Und das ist genau der Punkt hier. Und vielleicht muss man darüber mal ein bisschen länger nachdenken, um zu verstehen, was hier die Implikationen sind. Klar, unser Geldsystem oder unser Zahlungssystem kann sich ändern, wie in Nordamerika, wo fast alles nur noch eben über die Sichteinlagen gezahlt wird, wo Bargeld nicht mehr so diesen Wert hat, wie es den eben noch hier in Deutschland hat. Das kann sich alles ändern. Das ist eine bestimmte Zahlungskultur, die kann sich über Jahre und Jahrzehnte verändern. Das ist nicht das Problem. Aber das Problem ist, es muss immer noch die Möglichkeit da, es muss immer noch die Möglichkeit gegeben sein, an mein Geld zu kommen, wenn ich es möchte. Ja? Und die einzige Form, die mir und anderen Leuten verdeutlicht, ich habe dieses Geld, ist eben nun mal das Bargeld. Ja? Was irgendwie bei mir auf dem Girokonto steht, ja, das ist letztlich wertlos, wenn ich nicht damit zahlen kann, wenn ich nicht da rankomme. Ja? Und das ist das, was ich euch hierbei nur mitgeben möchte, weil dieser Artikel wirklich sehr, sehr krass ist. Ich hätte niemals gedacht, dass hier in einem in einer Marktwirtschaft so etwas möglich wäre. Ich meine, klar, ich hatte es schon mal angedeutet gehabt, wir sind eine soziale Marktwirtschaft, wir sind nicht der reine Kapitalismus, was seine positiven, aber offensichtlich, wie man hier jetzt auch sieht, negativen Seiten hat. Denn wenn du einmal staatliche Regulierung in großer Form in ein Wirtschaftssystem reingebracht hast, ist der Staat natürlich auch sehr, sehr stark geneigt, seine Fühler immer mehr und immer mehr in das privatwirtschaftliche System auszustrecken. Und wir sehen ja, dass das teilweise zu solchen ganz, ganz heftigen und krassen Ideen führen kann, wie die Bargeld-Auszahlungsbeschränkung, wie sie hier jetzt beispielsweise tatsächlich beschrieben wird. Ja, ich hoffe, ich konnte euch die Relevanz dieses Themas hier verdeutlichen. Ich weiß, das Video ist ein bisschen länger geworden, aber ich musste ja auch ein bisschen ausholen, um euch klarzumachen, wie ich das Ganze sehe und warum ich darüber so denke. Ich hoffe, es wird nicht dazu kommen, und sollte das in ein wirklich konkretes Vorhaben gepackt werden, dass sich dann genügend Widerstände in den Lobbys finden, aber auch in der Bevölkerung selbst, dass das nicht passiert, weil das wäre wirklich der Untergang der Bürgerrechte, muss man ganz klar sagen. Es geht also viel, viel weiter noch drüber hinaus. Und ich hoffe, dass spätestens dann, wenn es den Leuten ums eigene Geld geht, sie dann aufwachen und sie dann, sag ich mal, auch wirklich Theater machen. Also, bis dahin, meine Freunde.